Aber der eine hat jetzt geschrieben, alles super geklappt. Genau danach gearbeitet. Oh, hier, Rotwein weg. Nee, lass ruhig alles stehen. Das sieht doch scheiße aus, wenn hier so Rotwein ist. Wir müssen das nochmal wie die Amis machen. Das muss immer ordentlich aufgeräumt sein. Wir werden viel zu professionell schon, ne? Ja, liebe Leute, wir haben neues Jahr und neues Jahr, neues Glück. Und wir hatten ja euch versprochen, oder ich habe versprochen, oder Norbert und ich, dass wir nochmal ein bisschen was zeigen wollen. Wir wollen heute Abend mal ein Querruder an einer F3K-Fläche ausnehmen. Ich denke mal, dass die Tätigkeit bei allen anderen Schaumfliegern zumindest gleich ist. Ihr habt hier eine kleine Werkzeugauswahl. Wir brauchen ein Stahllineal. Ich habe jetzt hier kein Lineal, sondern ich habe hier einfach einen Messingflachstab. Wir brauchen Messinstrument. Habe ich auch ein Stahlband, Messband. Eine scharfe Klinge. Eine Dremelscheibe. Nicht die Maschine dazu. Ein Geodreieck, zwei Stecknadeln, ein Bleistift und ein Schleifklotz. Und, was eigentlich das Allerwichtigste ist, eine vernünftig weiche Unterlage, in wo man nicht so schnell irgendwelche Beulen oder irgendwas in den Flügel drückt. Ja, dann wollen wir anfangen. Ja, habe ich hier einen Flügel. Da kam letztens irgendwo im Internet auf, man sieht ja immer den oder man fühlt ja immer das Kevlar-Scharnier. Da können wir euch nachher nochmal zeigen, wie man das so zumindest minimieren kann. Wenn ihr hier vielleicht die Fläche seht, ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennen kann. Das Kevlar-Scharnier hat hier, also man sieht es zwar, aber man fühlt es nicht. Also es geht auch bei Positivbauweise, das so gut einzubauen, dass das vollseitig verschwindet. So, als erstes ein Tragflügel abkleben. Ich klebe nur noch an den Enden ab. Und zwar in dem Bereich, wo nachher der Schnitt entweder mit der Laubsäge oder mit der Dekupiersäge gemacht wird. So, jetzt hab ich meine Brille. Ja, Bleistift. Also in diesem Fall bei unserem Flügel erstmal den Querruderschnitt anzeichnen. Etwas länger lassen. Das gewünschte Maß abmessen. Das gleiche hier hinten. So, dann habt ihr vielleicht schon gefragt, wofür ihr die Stecknadeln braucht. Da gibt es einen super Trick. Und zwar genau im Kreuzungspunkt die Stecknadel einstecken. Immer eine Aufdopplung drin, da sind die immer sauhart, die Flügel. Brauche ich meist immer zwei Stecknadeln. Die erste haue ich immer krumm. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, was soll das mit den Stecknadeln? Es hat zwei positive Eigenschaften. Erstens kann ich jetzt meine Stahllinie, den ja einfach stumpf gegen diese Stecknadel schieben und habe jetzt hier einen genauen, vernünftigen Anschlag.
Und das Gleiche, ohne dass ich die Stecknadel, nehme ich nachher mal kurz raus, stecke sie immer wieder rein, habe ich dann auch auf der Oberseite, das heißt, mein Einschnitt auf der Oberseite ist genau auf der anderen, also passt genau flächig übereinander, wo man sich manchmal ja auch so ein bisschen vermisst. Also, die Stecknadeln passen schön hier jetzt in den Schaum. Das ist die gute Seite. So, jetzt klebe ich hier nochmal. Verhindere mit dem einfachen Kreppband das Verrutschen. So, meine Dremelscheibe. Da bin ich auch nicht stramm genug dran. Ansetzen und leicht ihr braucht nicht Angst haben, dass ihr das Kevlar leicht durchschleift. Da gehört schon ein bisschen was zu, aber das geht auch. Also in dem Moment, wo man durch die Kohle etwas gelb schimmern sieht, sollte man langsamer werden und vielleicht einmal mehr gucken, bevor man das Scharnier durchschneidet. So, jetzt muss hier mal die Nadel raus, weil sonst komme ich nicht bis zu dem Ende. Nadel wieder rein. Dann hier die Nadel einmal raus. So. Ich glaube, hier hinten muss ich noch ein bisschen. So, dann die Nadeln ganz durchstecken, weil dann liegt der Flügel besser auf dem Schaum auf. So, wie ihr seht, gucken die Nadeln jetzt hier oben raus. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht verletzt. Genau. So, jetzt könnte man gleich hier mit dem Cuttermesser schneiden, aber beim Schaum ist es so, dass der dann immer so eine Beule nach innen kriegt. Also ich werde auch auf dieser Seite anfangen, das schon mal vorzuarbeiten. Nicht ganz durcharbeiten, das mache ich nicht. Ich schleife nicht ganz durch. So, Cuttermesser. Und nicht gleich versuchen, beim ersten Schnitt durchzuziehen,
weil manchmal drückt man dann so leichte Beulen in den Schaumflügel. So. Nehmen wir nochmal das Geodreieck, hinten nochmal den Schnitt anzeichnen. So, wenn ihr jetzt eine Dekopiersäge nehmt, dann legt da bitte irgendein altes Stück Schaum unter, weil man dann doch in die Flügel hier durchschiebt, relativ schnell mal sich eine Macke da reinhauen kann. Legen wir die Sache ein bisschen weg zur Seite. Den Flügel hier auf die Tischkante legen. Ich hoffe, dass ich alles erwischt habe. Oder hier nachschneiden. So, und jetzt breche ich einfach den Flügel hier einmal runter. Ja, ich habe gut geschnitten, aber ich habe noch nicht. Etwas nacharbeiten. So, dann biegen wir den einmal um. Ja, jetzt fehlt uns noch das V. Und da gibt es auch einen einfachen Trick. Vernünftigen Schleifklotz. Hier hinten. Den Finger reinlegen. Flügel aufs Knie. So, jetzt bildet sich hier ein leichtes V. Das heißt, ich nehme jetzt auf beiden Seiten etwas ab. So, und jetzt bleibt hier noch etwas Schaum zu viel stehen, das heißt, ich muss jetzt hier, ich lege das nochmal 90 Grad das Ruder. Etwas Schaum wegnehmen nochmal.
Ende. So, meist bleibt hier noch ein bisschen die Ecke stehen, aber hier einfach umklappen, aufschneiden. Ja, wir haben hier unseren Ruderspalt. Hier hinten kann man nochmal einmal nacharbeiten. Messen wir hier nochmal unseren Ausschlag, 17 mm, können noch etwas mehr sein. Einmal nochmal nacharbeiten. Ist runtergefallen. Nehmen wir das Geodreieck. 20 mm nach oben, nach unten Vollausschlag und Klebeband abziehen. So, jetzt werden sich manche fragen, ja, man sieht ja immer im Internet, da wird alles abgeklebt, der Flügel hat aber einen Nachteil. Wenn ich das Klebeband hochziehe, ziehe ich auch ganz häufig hier die Fasern von der Kohle hoch und die lassen sich dann auch schlecht wieder ankleben, hat viel, viel mehr Arbeit als wenn man das so macht. So, von unten sieht man so ganz leicht, vielleicht kann man das gut erkennen hier, den gelben Streifen. Das ist unser Kevlargewebe. Und unser Spalt ist ungefähr circa unter 2 mm. Wir haben einen vernünftigen Ruderausschlag. Ja, das war's beim Ruderausnehmen. Ich hatte vorhin schon gesagt hier, ich weiß nicht, ob man das einfangen kann, dass man hier also zwar ganz leicht den sehen kann, aber eigentlich kein Kevlar sich fühlen lässt. Und da möchte ich euch noch mal eben kurz zeigen, wie man das machen kann. Ja, jetzt wollen wir noch mal an. Es kamen immer so Anfragen, nicht nur aus unserem Forum, sondern auch aus anderen, dass wenn man Positivbauweise baut, dass man dann zum Beispiel Holme oder Aufdopplungen oder zum Beispiel das Kevlar-Scharnier nach dem Laminieren fühlen kann, richtig vernünftig sehen kann. So, das kann man ein klein bisschen verhindern. Man kann es nicht 100% verhindern, aber ein bisschen. Also ich arbeite hier genauso wie mit den Nasenleisten, mit dem Transferklebeband von Scotch. Ich habe bisher noch kein besseres gefunden. Also, anzeichnen, wo es im Querruderbereich hin soll. Dann klebe ich das Klebeband auf. So, wenn man jetzt hier mit dem Finger rüberfasst, mit den Fingerkuppen, dann spürt man richtig die Dicke des Materials. Also dieses jetzt hier zum Beispiel 61 Gramm pro Quadratmeter Gewebe. Man spürt so wirklich die Kanten. Und die zeichnen sich nachher nach dem Laminieren auch ab. Und dem kann man ganz einfach entgegenhelfen, indem man zum Beispiel unser vorhin gezeigtes Stahllineal nimmt. Einfach mit der Kante, mit dieser Kante anlegt, wobei man darauf achten muss, dass das Ding auch gerade ist. Ich habe auch eins, da hat so eine Kinke drinne. Einfach an der Kante lang ziehen
und das Gewebe in den Schaum drücken. Wenn ich dann hier rüber fasse und wenn ihr dann hier seht, kann man richtig sehen, dass hier so eine kleine Kante entstanden ist, die ich natürlich hinten auch noch wegstreichen muss. Aber ich kann auch so, und ich mache das jetzt hier mal auf dem Material. Auch hier kann man das schön sehen, wenn ich also quasi, dass man mit dem Lineal, ich drücke jetzt mal mit Absicht etwas stärker auf. Mit dem Lineal dauerhaft eine Kehle hier einarbeiten kann. Also man kann jetzt hier schön sehen, dass man hier richtig eine tiefe Kehle in den Schaum drücken kann und der Schaum arbeitet sich in dem Bereich auch nicht wieder zurück, nur geringfügig. Und auch hier könnte ich jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ich habe hier ungefähr 0,3, 0,4 Millimeter, könnte ich jetzt hier zum Beispiel auch einen anderen Streifen einlegen, zum Beispiel einen Vollkohlestreifen, der dann hier flächenbündig mit dem Material ist. Und ich sehe nachher nur, halt hier noch mal einmal gucken, man sieht es ganz leicht und zwar hier und da, aber es ist keine spürbare Erhebung zu merken. Dann beim Laminieren haben wir es schon mal einmal, wenn man das unser Flächenbau Video sieht, feucht machen, überlaminieren, fertig. So, das war's für heute. Ein schönes Basteln.